So, willkommen zur nächsten Review-Video, heute mit dem Spiel Tekken. Ja, wer kennt Tekken nicht? Tekken ist natürlich das klassische Kampfspiel und ist am 9. Dezember 1994 erschienen. Joa. Zur Story, im Spiel wird so gut wie gar nichts erzählt an der Story. Daher empfehle ich das dazugehörige Handbuch lieber durchzulesen. Da werden nämlich die Charaktere einzeln erklärt und man erfährt ein bisschen zur Story und warum die sich da verprügeln etc. Das war es dann auch schon mit der Story. Zum Gameplay, ja, ein klassisches Prügelspiel und das halt natürlich das einzig wahre als durch Tekken ist halt das Genre natürlich groß gekommen. Und dadurch sind halt super viele ähnliche Spiele erschienen, die teilweise auch relativ hochgekommen sind. Aber halt, Tekken ist halt ausschlaggebend gewesen. Ja, dennoch muss man sagen, dass man die 22 Jahre deutlich merkt an dem Spiel. Und so ist die Steuerung oft klobig und wie man teilweise sehen kann, sind die Gegner auch ziemlich stark, selbst auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. Dafür bietet das Spiel aber 17 verschiedene Charaktere, die sich alle unterscheiden. Wenn man einen Charakter ausgewählt hat, muss man einen neuen Stage absolvieren. Wobei auf der 8. immer der Rivale auftritt, den man meist danach freischalten kann, außer man spielt halt mit diesem Rivalen, dann kämpft man dann wiederum gegen den anderen und kann diesen dann halt nicht freischalten, weil man den halt schon hat, ist ja logisch. Und auf der 9. Stage wartet der Endgegner, der es in diesem Teil ziemlich in sich hat, da er ziemlich viele unfaire Attacken macht. Ja, um diesen dann auch freizuschalten, ja, ich gebe schon Spoiler rein, müsst ihr alle anderen Charaktere, also die anderen 16, freigeschaltet haben und auch die Endsequenz, die man dann nach dem Sieg der 9. Stage sehen kann, ja, dann kriegt man diesen Charakter und kann ebenfalls ihn durchspielen. Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, nach der 9. Stage ist dann halt ein kleiner Filmausschnitt, der entweder lustig oder auch interessant ist, da die Grafik hier aber ziemlich komisch ist, da kommen wir jetzt auch schon zur Grafik, ja, man sieht halt die Charaktere, Polygone ziemlich stark. Klar, es sind jetzt auch ziemlich lange her, es sind 22 Jahre, dann kann man natürlich schon davon ausgehen, dass es nicht wirklich optisch super aussieht, aber ich meine, ich bin jemand, ich habe Tekken 1 erst nach den anderen Teilen gespielt und so, da als ich mir dann Tekken 1 geholt habe, dachte ich, scheiße, wie die Charaktere aussehen. Ja, es war schon ziemlich heftig, deswegen muss ich sagen, es sieht schon ziemlich übel aus, die Charaktere. Die Stages wiederum sind halt reinkopiert worden von Bildern, die die Entwickler da geschossen haben, wahrscheinlich als sie dann Reisen unterwegs waren. Diese mussten sie dann natürlich aufgrund der nicht so guten Prozession der PS1 mussten sie das natürlich verpixeln, dann wurde das nur verpixelt dargestellt. Klar, man erkennt klar, wo man ist, aber dennoch, hier und da sieht es natürlich schöner aus als andere Orte, aber naja, es ist einfach nur so ein der Versuch gewesen. Ja, dafür aber die Musik macht ihren Job gut und untermalt meist den Hintergrund, auch wenn er verpixelt ist, aber man fühlt sich dann relativ heimisch und kann dann bequem losprügeln. Mensch, da verspreche ich mich doch auch schon. Ja, mehr Spieler mit 17 Charaktere kann man mit einem Kollegen dann schon ordentlich aufs Maul halten. Da es aber 22 Jahre alt ist, ja, ich streite wirklich um diese Zahl rum, ich weiß. Kann man sich aber dabei eher kaputt lachen, wie schlecht man doch spielt, weil Rennen funktioniert auch nicht so wirklich und so funktioniert die eine oder andere Kombi nicht wirklich. Da gibt es natürlich dank 22 Jahre Fortschritt deutlich bessere Beat'n'up-Spiele, aber halt, es ist halt der erste Teil dieser revolutionären Reihe. Ja, Fazit, der Anfang einer Legende, das grafisch zwar mau aussieht, damals aber revolutionär war, weil es halt einzigartig im Spielbereich war und dadurch kamen ja dann immer weitere Spiele rein, die auf diesem Konzept aufgebaut haben. Empfehlen kann ich dieses Spiel aber diesmal nur Leuten, die gesamte Tekken-Reihe sammeln, da es einfach Spielspaß nicht wirklich macht. Klar, man kann einiges freischalten,
kann sich die Endsequenzen sehen. Vielleicht für den einen oder anderen, der die Story komplett mal so spielen möchte. Klar kann man das gerne machen, aber an sich ist es für normale Leute, die irgendwie abends zusammen verbringen möchten, einfach nicht empfehlenswert, weil es halt spielerische Steuerung und grafisch nicht wirklich gut ist. Auch hier habe ich einen Preisvorschlag. Da ich das Spiel selber nur für 3 Euro bekommen habe, gehe ich davon aus, dass ihr zwischen 3 und 6 Euro maximal für dieses Spiel ausgeben dürft. Weil alles andere würde ich nicht wirklich empfehlen. Es ist zwar ein gutes Spiel in der Hinsicht, weil es ja revolutionär damals war, aber aufgrund des Spielspaß und etc. würde ich nicht mehr ausgeben, weil ihr euch dadurch schon mehr ärgern könnt, wenn ihr euch zu viel ausgegeben habt. So. Das war meine Review zu Tekken 1, würde man wohlgemerkt sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns dann zum nächsten Review wieder. Bis dann und haut raus. Ciao.